Was genau soll das mit der Krone jetzt? Na, morgen ist Dreikönigstag und das möchte ich siegerecht feiern wie eine Königin. Nun denn. Während bei uns die Kinder am Dreikönigstag als Kaspar, Melchior und Balthasar durch die Straßen ziehen, feiern die Franzosen mit Galette des Rois. Das ist ein knuspriger Blätterteigkuchen mit einer Creme innen drin. Und etwas ganz Verrücktem, und zwar verstecken wir diesen kleinen Mini-Cupcake. Genau, und wer den findet, hat ganz viel Glück im folgenden Jahr. Wir beginnen mit der Creme. Yes, ich hole Schüssel und Rührgerät. Zwei Eigelb. Ich sollte Foley-Künstler werden. Okay, ich gebe noch Speisestärke dazu. Ich hole dir auch schon mal den Zucker. Ja. Perfekt. Du bist der Rührer. Ja, ich bin die königliche Rührkönigin. Ich messe schon mal die Milch ab, weil die müssen wir jetzt auf dem Herd zum Kochen bringen, um so eine richtig schöne, dicke Creme herzustellen. Man bringe mir einen Topf. Jawohl. Wir sind jetzt immer abwechselnd, Königin. Was geht bei der Milch? Es kocht. Bitte die Eimasse reinwerfen. Werfen? Werfen. Du rührst? Ja. Du bist doch der königliche Rührer. Ja, eben. Das ist jetzt quasi so eine Art Puddingsoße, die wir kochen. Aber riecht jetzt schon gut. Das Ganze muss jetzt einmal aufkochen und dann wird es so richtig schön dick. Mehr, mehr, rühren, rühren, schneller, schneller, überall, überall. Perfekt. Tada, guck, wie schön dickflüssig es ist. Ja. Wow. Ich hole mal eine zweite Schüssel. Ich mache die Butter, du den Zucker? Ja. Wir nehmen 150 Gramm Butter. Übrigens, die genauen Rezeptangaben stehen wie immer unten in der Videobeschreibung. Yes. Ich mache dir ein Ei dazu. Bitte. Ein bisschen Orangenabrieb für den schöneren Geschmack. Schaut immer, dass ihr hier eine ungespritzte Orange nehmt, damit ihr die Schale auch mit essen könnt. Oh, es riecht so gut, ne? Ne? Oh. Ja, ja. Es liegt daran, weil es eine Zitrusfrucht ist. Eine Prise Salz. I'm coming. Gut. Und ein Haufen Mandeln. Und nun darf unsere Puddingcreme dazu. Yay. Natürlich müsst ihr warten, bis die Creme abgekühlt ist, weil sonst schmilzt die Butter. Das sieht eigentlich gut an. Ich finde, Butter schmilzen ist eigentlich was Gutes. Eigentlich was Gutes. Tja, wenn du willst, kannst du den Blätterteig ausrollen. Wir sind soweit. Uhu. Reicht das? Ja. Na, das aber. Passt perfekt. Perfekt. Aber nicht zwei nebeneinander. Deswegen brauchen wir zwei Blätterteige. Jo. Aus dem Rest können wir leckere Knusperstangen machen. Das machen wir. Einmal Backpapier. Schwupp. Perfekt. Das ist unser Boden. Oh, guck mal. Wir wollen sie jetzt schon verstecken. Ich will da rein. Lass mich rein. Du darfst ja, du darfst ja. Jetzt kommt die Füllung in die Mitte. Oh yeah. Mm-hmm. Wie das köstlich wird, ne? Streich's ein bisschen glatt. Ja. Nicht ganz bis zum Rand, weil wir müssen das gleich noch zudecken. Okay, und jetzt kommt unser Glücksbringer da rein. Gut, ich lasse es jetzt fallen. Okay. Wir machen beide die Augen zu. Ja. Das bringt überhaupt nichts, weil wir sehen ihn doch jetzt immer noch. Wir brauchen noch ein Ei, um damit den Rand einzustreichen. Ja, kommt sofort. Ich gebe einen Schluck Milch dazu. Platz. Okay, grillen. So, den Rand einpinseln. Damit die beiden Blätterteigplatten aufeinander kleben. Also ich stopfe jetzt mal den Glücksbringer noch ein bisschen weiter rein. Nicht, dass man ihn nachher sieht. Er ist weg, Augen zu. Okay. Hast du dir gemerkt, wo er ist? Nein, die Augen zu. Ich war brav und artig. Gut, zudecken. Schlaf schön. Müssen wir so ein bisschen andrücken. So, jetzt machen wir ein Muster. Ja. So, das Ganze wird jetzt noch mit Ei bestrichen. Und zu aller guter Oberletzt müssen wir noch ein paar Löcher reinstechen, weil die ganze Luft, die da sonst drin ist, geht auf und dann platzt das Ding im Backofen. Bup, 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 bup. Die gehen ja wieder zu, Melissa. Mach dir keinen Kopf. Na gut. Ja, ich würde sagen, ab in den Ofen damit. Yay! Zack! Bis gleich! Es wird rausgeholt! Ihre durchlaucht, ich eröffne Ihnen die Tür. Boah, schön geworden!
Frau Königin, damit Sie sich nicht den Mund verbrennen, müssen wir warten, bis es abgekühlt ist. Nein! Ich befehle dir, schneller abzukühlen. Tu es! Verehrte Königin, darf ich Ihnen ein Stück kredenzen? Sehr wohl. Ich bin super gespannt. Ich habe das noch nie in meinem Leben gegessen. Du musst dir jetzt ein Stück aussuchen, weil wir wissen ja nicht, wo das Geschenk ist. Na dann das. Alles klar. Weil hier der Fleck ist? Ja, es markiert den Glücksbringer. Das muss ich ja eins daneben nehmen. Ich kann jetzt nicht das da hinten nehmen oder so. Oh nein, bei mir ist kein Cupcake. Ah, oh, nee, ich glaube bei mir auch nicht. Mist. Pieken alle Leute dann eigentlich so wild drum rum? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Frau Königin, wie schmeckt es Ihnen? Vorzüglich! Ja, mit dieser leichten Orangennote und dieser crunchy Blätterteig. Und selbst wenn man nicht den Glücksbringer gefunden hat, so wie ich, ist es wirklich ein super leckerer Kuchen. Ja, falls ihr jetzt Bock bekommen habt, das nachzubacken, dann schickt uns doch gerne ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Wir müssen jetzt den restlichen Kuchen aufessen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Wo ist es? Wo ist es?